So, dann wollen wir mal wieder zurück zu unserem Nexus, oder wie auch immer man das nennen will. Also wo man sich entscheiden kann, in welche der vier Bereiche man will. Und wir müssen jetzt schon wieder in einen anderen Bereich, wenn ich mich richtig erinnere. Denn bei den Gedankengängen... Das markiere ich mal. Also hier sind... Beasts. Waren wir noch nicht drin. Hier sind die Katakomben. Da haben wir die Skelette rausgeholt. Also Untote. Hier waren die nervigen Gedankengänge. Und dann waren da die Zeiträtsel. Time. Stimmt. Da haben wir letzte Folge aufgehört. Habe ich ganz vergessen. Da hatten wir das Rätsel gelöst, wo wir den Dolch zum richtigen Zeitpunkt werfen mussten. Und... Oh, da ist ein Buch. Das Buch will ich haben. Bücher sind toll. Also, auch im Spiel toll, nicht nur im Real Life. Ha. Und dann gab es hier das Rätsel, wo wir einfach nur schnell laufen mussten, dachte ich zumindest. Aber dann habe ich mich hier entscheiden müssen, wo ich lang gehen will. Letztes Mal habe ich mich anscheinend entschieden, da lang zu gehen. Das hat nicht geklappt. Also gehe ich diesmal jetzt links rum und guck, was passiert. So. 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 Ist ja alles schön gemächlich. Hätte man eigentlich denken müssen, dass da ein Haken kommt irgendwann. Okay. Ja. Man kann also weder links rum noch geradeaus. Man kann einfach nur runterfallen. Die Frage ist nur, wo man runterfällt. Wir sind jetzt hier runtergefallen und da rausgekommen. Moment mal. Wir sind hier runtergefallen. Die Linie lang. Hätten wir eigentlich hier landen müssen. Ha. Also kann man die Karten doch nicht 1:1 rüberschieben, sondern nur so ungefähr. Also ich mache jetzt mal hier Notizen, ohne was reinzuschreiben. Da und da sind wir schon runtergesprungen. Oder runtergesprungen worden. Also probieren wir jetzt einfach die nächsten aus. Das heißt, wir laufen jetzt zurück, wo auch immer zurück ist. Zurück ist da lang. Gehen wieder dieses Zeiträtsel entlang. Und lassen uns an einem x-beliebigen anderen Punkt mal runterschmeißen. Okay, wir könnten sie doch durchnummerieren. Hier ist 1 und wir kamen da raus. Da ist 2 und ich weiß nicht mehr, wo 2 rauskam. Ich glaube, das war... Ja, kann ich nicht sagen. Also nehmen wir die 2 mal weg. So. Wir sind da und wir müssen zu Zeit da lang. Dadurch. Sind wir da nicht schon runtergesprungen? Müssten wir irgendwo anders rauskommen? Oh, und in diesen sind wir auch noch gar nicht runtergesprungen. Können wir die wegschieben? Ne, müssen wir alle aufheben. Wir springen jetzt mal in das da rein und das nennen wir jetzt A. Tada, neuer Bereich. Schöne Sache. A. Das heißt, wir haben was zu essen bekommen für unseren Sturz. Wir haben Wurfpfeil bekommen. Und das war's. Gut. Also wenn hier A ist, dann wird die Grube höchstwahrscheinlich dahin führen und die Grube höchstwahrscheinlich dahin. Das heißt, die können wir uns sparen. Oh, wir werden sogar praktischerweise wieder zu dem Zeiträtsel gebracht. Das ist doch schön. Oh, wir müssen wieder werfen. Na gut, das haben wir ja gut getimed. 1, 2, 3, kurz warten. So, den Dolch möchten wir aber gerne wieder haben. Bitteschön, Dankeschön. Hm, er hat die Ladung übrigens anscheinend nicht regeneriert, was schade ist. Aber gut, kann man jetzt ändern. So. Wären wir wieder hier. Also, wir laufen jetzt einfach mal in das da rein.
Jawohl. Nein, wir springen hier rein. Letztes Mal sind wir bis hierhin gelaufen und sind dann einfach panisch stehen geblieben, solange bis die Zeit abgelaufen war, wir sind runtergefallen. Dieses Mal laufen wir einfach aktiv weiter und fallen da runter. So. So. Hey. Da war ein Knopf. Ja, das Ganze jetzt nochmal. Aber dafür haben wir einen Helm gefunden. Also, wir sind jetzt... Wo zur Hölle sind wir? Ich sehe uns nicht auf der Karte. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Okay, vielleicht sollten wir jetzt mit dem Helm aus der Hand nehmen. Was haben wir denn hier? Leichte Rüstung, Schutz plus 9. Das ist ordentlich. Minus 5, wenn man den Skill nicht hat. Und er ist hungrig. Nicht mehr. Er hat den Rüstungsskill aber noch nicht, ne? Schade. Aber nächsten Level bekommt er einen ganz, ganz tollen Helm. Der auch noch cool aussieht. Und der passt einigermaßen zum Echsenmenschen. So, sehen wir uns jetzt auf der Karte? Nö. Das ist komisch. Achso, doch, da sind wir. Eins. Dabei sind wir da reingesprungen. Eins. Aber ja, also wir haben hier einen Schalter gefunden, der hat die Tür aufgemacht. Hilft uns das in irgendeiner Form weiter? Also außer, dass wir den Helm gefunden haben. Weil wir kamen wieder hier raus, dann ist wieder nur da die Platte aufgegangen und da. Und dann ging es schon nicht weiter. Hm, 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 hm. Na gut, geht das Wüste runterspringen einfach mal weiter. Wir lassen uns jetzt... im Secret-Bereich fallen? Nee, die können eigentlich davon ausgehen, dass man ein Secret findet, nur um weiterzukommen. Ah, das ist komisch. Okay, mein Plan ist jetzt, hier runter zu springen. Einfach nur, um zu gucken, wo wir rauskommen. Und unterwegs halte ich die Augen offen, ob nicht noch irgendwo ein anderer Schalter ist. Also, wir müssen jetzt rechts rum zum Teleporter. Du hast nur die Tür hier gemacht, ne? Ja, kannst gleich wieder hoch. So, wieder hier lang. Zeit. Zeit ist hier. Falle ist zu. Oh, wir waren noch gar nicht... Stimmt, wir sind noch gar nicht in den Teleporter hier reingegangen. Aber ich glaube, der führte nur hierher und dann ist hier der Dolch geflogen. Also können wir uns das auch sparen. So. Nochmal hier lang. Da war der Schalter. Hier ist sonst anscheinend kein Schalter. Ich spring mal... Da ist eine Druckplatte. Schneller, schneller, schneller. Zwei. Ah. Das war wieder Panik, Gerugon. Ich hätte eigentlich nur ganz schnell eine von den Zifferntasten drücken müssen, um ins Inventar zu kommen und irgendwas auf die Druckplatte auf der anderen Seite schmeißen. Aber nein, ich stammel vor mich hin und drück irgendwas, nur nicht das, was ich muss. So, Zeit. Wo ist mein Stein? Ich will meinen Stein schmeißen. Wir haben keinen Stein. Ah doch, da ist unser einer Stein. Du kommst jetzt... nicht passiert. So. Jetzt schlafen wir kurz und dann gehen wir mit dem Stein in der Hand. Wo ist er durch? Da ist er durch. Und dann gehen wir mit dem Stein in der Hand über die Druckplatte und schmeißen dann im richtigen Moment den Stein da. Oh. Ich habe beobachtet, wie dieser Dungeon gebaut wurde. Aber sie nahmen es weg. Sie nahmen es weg von den Leuten und haben es verdreht. Haben es gefüllt mit Fallen und Rätseln. Dies ist nicht, wie dieser Platz gedacht war. Oder gedacht war, wie es werden sollte. Na gut. Als was war er denn gedacht?
Egal, wir beschäftigen uns mit den aktuellen Problemen. Unser aktuelles Problem ist keins. Wir müssen einfach nur ganz gemächlich hier den Weg lang gehen und im richtigen Moment den Stein schmeißen. Der richtige Moment wäre jetzt. Sauber. Was haben wir hier noch? Ein Shuriken. Nichts zum Klicken. Müssen wir hier irgendwo runterspringen? Nö, wir müssen einfach nur weiter. Ja. Da steht drauf. Oh, aber niemals vergessen. Das ist wohl nur ein Fetzen, der zu den vier Schriftrollen hier gehört. Also auf dem stand drauf, tiefe, tiefe Löcher. Also Löcher ohne Boden, ohne Grenze, nicht messbar tiefe Löcher. Und hier steht drauf, aber niemals vergessen. Macht zusammen jetzt noch nicht wirklich viel Sinn, aber wenn wir alle vier haben, wahrscheinlich. So, wir hocken jetzt hier. Hier habe ich aufgeschrieben, springen. Die Frage ist nur, springen wohin? Da sind wir schon mal reingesprungen. Wir müssen eigentlich da runterspringen. Denn wenn wir hier jetzt reinspringen, denke ich mal, landen wir da. Das heißt, hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. Aber wir haben jetzt schon zwei von den Schriftrollen gelöst. Das heißt, wir sind jetzt anscheinend mit dem Zeitgebiet durch, müssen jetzt noch ins Bestiensgebiet und in das Rätselgebiet zurück. Wobei ich das Rätselgebiet für später aufbewahre. Was haben wir hier? Gibt es nicht irgendwie einen eleganten Weg zurück? Ah ja, doch, der Teleporter hier. Und dich nehmen wir mit. Du bist unser Glücksstein. So. Jetzt stehen wir wieder vor der Qual der Wahl. Und speichern ab. LP 25. Bis gleich.